Es geht weiter in Tomb Raider 1. Herzlich willkommen zurück. Und weil ich das in der letzten Folge ja doch schon eine ganze Zeit probiert habe, würde ich sagen, machen wir hier mal direkt nach, weiß ich nicht, 20 Sekunden den ersten Schnitt. Und ihr seht dann, wenn ich diesen Sprung nach da oben geschafft habe. Und dann geht's weiter. Bis gleich. So, endlich habe ich es geschafft. Ja, ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe. Es gibt irgendwie nur eine einzige Stellung, wie man das überhaupt irgendwie schaffen kann. Und das hat ein bisschen gedauert, das rauszufinden. Aber naja, jetzt ist es ja soweit. Aber wie ich sehe, zu meiner großen Freude geht es direkt weiter. Oh, okay. Okay, I see. Moment. So und so. Ja, geschafft. Boah, diese Skillsprünge. Okay, wir haben endlich das Secret gefunden. Dann kann es auch mal weitergehen jetzt. Denn wir haben ja noch diese eine Tür auf der anderen Seite von dem Raum. Und meiner Meinung nach haben wir uns wirklich lange genug in diesem Raum aufgehalten. So, was geht hier ab? Okay, Mann. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe nicht gespeichert. Naja, okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie uns direkt umbringen, wenn wir da drauf gehen. Ich dachte jetzt irgendwie eher so, du hast ewig gebraucht, um an das Secret ranzukommen und jetzt lassen wir dich wieder runterfallen. Aber dass man dann direkt stirbt, naja, wobei, ich hätte es wissen müssen eigentlich. Egal, wir sind gleich wieder unten und dann geht es endlich weiter in Franzensis Follies Wohnzimmer. So. Genau, zu der Tür, da wollen wir. Und wir springen jetzt einfach mal total unbedarft hier weiter. Uah, das war knapp. Ich glaube, hier kommt man einfach so dran. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, okay. Dann können wir von hier aus, glaube ich, locker lässig hier auf den Alkoven, heißt das so? Ich weiß es nicht. Springen. Sagen wir einfach Vorsprung. Das macht das Ganze leichter. Okay. Sind wir doch endlich mal angekommen. Speichern direkt und ich hoffe, dass es dann an der Stelle jetzt hier auch aus dem Raum rausgeht. Das wäre doch mal schön. Was haben wir da? Okay, ach ja, genau. Ich erinnere mich, das hatten wir in der letzten Folge ja schon festgestellt, dass wir hier unwiderruflich in den Keller rutschen. Oh, oh. Ins Wasser rein. Ja! Oh nein! Hallo, Krokodil! Genau. Ich glaube, das Krokodil folgt uns nicht. Es hat Alzheimer. Sehr gut. Da ist ein Schalter. Wir werden ihn einfach mal ziehen. Keine Ahnung, was passiert ist. Wir wissen es nicht. Da oben ist übrigens ein Loch. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, weil wir dort ja nicht rankommen. So. Was? Okay, jetzt weiß ich, was der Knopf macht. Oder der Hebel, besser gesagt. Scheiße. Oh. Da wollte ich jetzt so voll cool posermäßig so einen Kopfsprung ins Wasser machen. Und was muss ich feststellen? Liebe Freunde. Oh Mann, ist das doof. Naja, okay. Ach so, jetzt läuft das Krokodil da unten rum. Ja, das müssen wir, glaube ich, erstmal erledigen. Wie viel Gewehrmunition haben wir denn? 7 nur. Ich glaube, wir versuchen das mal mit den Pistolen. Denn die Gewehrmunition können wir, glaube ich, noch gut gegen andere Gegner gebrauchen. Das brauchen wir jetzt nicht für das Krokodil opfern. Und wir kommen ja auch so ganz gut gegen das Krokodil. Klar, alles klar, so. Da kann Lara sich gleich einen neuen Rucksack draus machen aus dem Viech.
Okay. Cool. Kommt jetzt hier eigentlich bald gleich schon dieses besagte Level, von dem alle immer schwärmen? Hier von wegen Zisterne und so. Voll cool, Mann. So richtig verwirrend und albtraumhaft. Ich bin sehr gespannt drauf. Also, was ihr da so erzählt habt, da habt ihr mich jetzt echt neugierig gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber noch ist es ja nicht so weit. Denk mal, dann müssen wir jetzt wieder hier hochlaufen. Oder wieder. Ich glaube, wir waren da noch gar nicht. Okay, ein neuer Raum. Oh. Die Musik, sie ist so toll. Bin gerade hart am Überlegen, aus welchem Teil ich dieses Stück hier kenne. Ich meine, es ist Teil... Nein, Teil 3. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Egal, wir machen weiter. Ich glaube, ich kenne diesen Raum aus Anniversary, zumindest dunkel, kann ich mich erinnern. Der war natürlich ein bisschen... Ist da noch eine? Nee, der war natürlich ein bisschen cooler gemacht. Aber... Okay, lasst uns doch einfach mal ein bisschen umschauen. Wir kamen... Jetzt habe ich direkt vergessen, wo wir eigentlich herkamen. Ich glaube... Da, ne? Dann... Da ist zu. Ja, das sehe ich. Da steht Neptun drüber. Okay. Neptun. Nein! Das ist eine andere Variante von Chiptune. So. Ja, das war natürlich jetzt irgendwie gerade... Nein, ich wollte eigentlich nur den Raum einweihen, Leute. Das war pure Absicht. Ihr kennt mich doch. Ich muss in jedem Raum erst einmal sterben, damit er eingeweiht ist. Und damit es von da aus dann reibungslos weitergehen kann. Sag mal, die waren doch... Genau. Okay. Kommen wir denn... Bin da jetzt eben gestorben, ne? Dann speichern wir doch mal lieber. Ich denke mal, den Sprung müssen wir schaffen. Ja. Dann laufen wir doch mal hier die Treppe runter. Noch mehr? Nein. Und drüber dort. Oh, wie viele kommen denn noch von den Viechern? Problem ist, dass die sich immer am Kopf festkrallen und man die dann schlecht erschießen kann. Sonst würde ich sie einfach ignorieren. Gott, das klingt echt, als würde sich da gerade einen schubbern. Komm her! Hm. Dann eben nicht. So, hier müssen wir aufpassen. Da ist sie ja. Nee. Wehe, du schubst mich runter. Hey! So, die Viecher sind ja schlimmer als Kopfkrabben, ehrlich. So. Genau, Hebel. Im Zweifelsfall immer erstmal den Hebel drücken. Tor. Tor hat sich geöffnet. Ha, das Tor hat sich geöffnet. Oh, oh. Und ich würde sagen, wir suchen mal, wo das eigentlich ist. Wir haben ja eben nur Neptun gesehen. Wahrscheinlich ein bisschen tiefer irgendwo. Da liegt ein Medipack, da möchte ich eigentlich ganz gerne hin. Macht es denn Sinn, da durch dieses Loch zu krabbeln? Ich glaube schon, ne? Da kommen wir eine Etage tiefer. Das wollen wir ja eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Okay. Mal ein bisschen vorsichtig sein.
Atlas. Atlas, Atlas, Atlas. Aber wo ist Tor? Wo ist das Tor, Tor? Da ist noch ein Hebel. Oh Gott, hoffentlich wird das nicht so kompliziert, wie es gerade aussieht. Damomöles. Damokles wahrscheinlich. Das war ein C. Ich kenne das Damokles-Schwert, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was für ein Ausdruck das nochmal war und wie die Sage geht. Falls ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare reinschreiben. So. Okay. Wir haben jetzt zwei Türen geöffnet. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo diese sich befinden tun. Da geht eine Treppe runter. Ah, schon wieder eine Fledermaus. So. Wir müssen auch langsam mal ein Medipack nehmen. Nur ich bin da irgendwie so ein bisschen sehr geizig mit. Weil ich irgendwie vermute, dass wir die nochmal brauchen werden. Und vor allen Dingen nochmal dringender als hier gegen irgendwelche Fledermäuse. Okay, da ist... Oh, noch mehr. Ihr wollt es echt wissen, wa? Wo ist sie? Können wir denn hier mit einem gepflegten Schrägsprung rüber? Ja, okay. Das ist jetzt aber... Genau, das ist eine von den Toren... Eins von den Toren, was jetzt offen ist. Hier ist kein weiterer Hebel, soweit ich das sehe. Vielleicht hier rum? Nee. Okay, dann gehen wir da mal durch. Nehmen mal ein kleines... Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch ohne klar. Nö, ich würde sagen, wir machen das nicht. Wir speichern jetzt mal einfach und laufen durch das Tor und versuchen mal ohne Medipack klarzukommen. So, Tor, was hast du denn für uns? Wow. Wow, wow, wow. Was zur Hölle? Eine Blitzkugel? Ein Stroboskop quasi. Nur ein tödlich. Das sind die neuen Diskotheken heutzutage. Upsala. Okay, das war irgendwie klar, dass wir sterben, wenn wir da runter laufen. Es ist ein... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl... Oder vielleicht... Ah, warte mal. Vielleicht... Nee. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass diese Platten auf dem Boden, dass die irgendwie isoliert sind und dass man da keinen tödlichen Stromschlag kriegt, wenn man da drauf springt. Ich möchte es gerne auch noch einmal probieren. Vielleicht habe ich es nur falsch gemacht, weil ich direkt von da oben... da runtergelaufen bin. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht... Wie können wir das anpacken? Tja. Da drauf schießen können wir nicht, oder? Nee. Hier sind wir sicher auf der Plattform, oder? Ja, okay. Ah, warte mal. Ich sehe was. Das hat bestimmt ein System, wie die einschlagen, die Blitze. Sehr realistisch. Oder? Da. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn wir jetzt da drauf gehen, schlägt es ausgerechnet da ein. Keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie noch kein System entdecken können gerade. Ha. Okay.
Speichern wir mal und versuchen was einfach, weil ich habe doch gerade erst gespeichert. Egal. Einmal mehr ist besser als einmal zu wenig. Okay, nee, ich glaube, das ist kein Zufall. Der blitzt einfach da, wo man hinläuft. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, wie, was wir hier reißen können. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.